Was geht ab und zu einer mit Malle, bekannt meinen neuen frühmorgens Aktivvideo und zwar damit Malle, bekannt meinen neuen Video hier auf YouTube, wo ihr seid wach. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass ihr so langsam wach werdet, denn hier kommen Breaking News auf euch zu. Das war jetzt diesmal nicht zum Thema Bus-Simulator, sondern zum Thema, was bestimmt schon alle mitbekommen, Free Fortnite. Google und Epic Mitarbeiter haben, sag ich mal, die Apps entfernt aus App, also das ist so. Wer jetzt noch Fortnite auf Apple spielt, kann die nächste Season nicht mehr auf App, kann nicht mehr die Season 4 spielen auf Apple-Geräten, denn wir haben da gerade einen kleinen Streit sozusagen. Und dieser Streit ist halt, ja, da gibt es halt auch einen YouTube-Trailer dazu, den ich euch auch gerne mal zeigen möchte. Ich hätte mal da meine Klappe. Genau. Das heißt, ihr seht die jetzt genau wieder etwas. Und dann, let's go. Today, we celebrate the anniversary of the Platform Unification Directives. Da sehen wir halt einen Apfel und das ist halt alles schwarz-weiß, weil, ja, das ist später Tag. For years they have given us their songs. Da kommt die Farbbomberin, da sehen wir den Apfel, die soll halt Apple darstellen und das ist halt so ein Wurm. Their labor, their dreams. In exchange, we have taken our tribute, our profits, our control. This power is ours and ours alone. We shall prevail. Und jetzt wird es da halt von Epic Games heißt, Define the App Store. In Reaction Apple has blocked Fortnite from Join the fight to stop 2020 from becoming 1984. Ja, seit etwas, das ist schwarz-weiß gehalten, kein Anwarum, aber. Ja, irgendeinen Livestream-Chat, spend es überall hin, egal ob den Livestream-Chat oder in ein Video, spend es voll, Hashtag wie Fortnite, und dann gehe ich jetzt mal auf Twitter, denn da gibt es etwas, das die gepostet haben. Und zwar gehe ich mal hier drauf. Und dann, wenn man das übersetzt, lassen Sie mich kurz Überblick darüber geben, warum Epic die Richtlinien von Apple und Google nicht mag. Andere Apps dürfen die Zahlungsdienst ihrer eigenen Unternehmen nutzen, um die Gebühren zu vermeiden. Für Spiele müssen sie jedoch die Zahlungsdienste des App Stores nutzen. Ja, das bedeutet, Apple hat die Nutzungsbedingungen gebrochen. Ihr seht ja auch, sag ich mal, jetzt neu, wenn ihr bei den V-Bucks seid, so wie es bei mir war, dass es jetzt billiger ist und ihr bekommt auch, sag ich mal, je nachdem, wie viele V-Bucks ihr euch in den letzten 30 Tagen gekauft habt, bekommt ihr, sag ich mal, die V-Bucks zurück. Das heißt, das Geld bekommt ihr wieder zurück. Manche Leute haben 13.000 V-Bucks bekommen, manche Leute haben keine V-Bucks bekommen, so zum Beispiel ich, weil ich mir in den letzten 30 Tagen, sag ich mal, nichts gekauft habe. Genau. Das ist jetzt wieder Breaking News. Genau. Das Video geht ja auch schon jetzt wieder 5 Minuten gefühlt. Und daher, ich gehe mal ein bisschen weiter. Sieht jetzt wieder eingeblendet etwas. Epic führt einen Karatenfall durch. Ich lese es euch mal selber durch. Ich suche dann jetzt trotzdem noch nach was. Und zwar ZFNBR. Dort geht es halt auf diesen Trailer. Ich hoffe, der ist auf Deutsch. Our control prevails. Wenn ihr in eurer Lobby seid, ist der Trailer auf Deutsch
und ihr könnt so lange noch Fortnite spielen. Wir sind ja jetzt auf den aktuellen Punkt 13.4 oder 13.4.0. Und wenn dann die neue Season ansteht, dann könnt ihr nur noch die Season 3 spielen. Das heißt, für die Leute, die auf Apple sind oder auch auf anderen Geräten, ihr könnt dann jetzt, sag ich mal, keinen Fortnite mehr spielen für die neue Season. Das heißt, für euch wird es dann irgendwann langweilig, weil ihr nur noch Season 3 Contact habt. Das heißt, das, was ihr jetzt installiert habt, dies Update, letzte Woche gekommen ist. Letzte Woche kam ja, wie gesagt, 13.4 das Update. Jetzt könnt ihr es die ganze Zeit spielen. Das heißt, 14.0, das gibt es für die Handyspieler nicht mehr, denn Fortnite hat über 1 Million Spielern, sagen wir mal, gelöscht. Das heißt, wenn ich hier mal hingehe und Hashtag FreeFortnite angebe, wird es mir ja schon gezeigt. Und dann gibt es hier schon was. Genau, Apple hat halt die Nutzungsbedingungen, wie gesagt, nicht eingehalten. Genau. Ich guck gerade noch nach was. In der Zeit könnt ihr mich trotzdem kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr neu das habt. Das würde mich echt sehr freuen. Ich finde die jetzt wieder hier eingeblendet. Fake News. Breaking News. So, ich hoffe, dass ich dann jetzt hier richtig bin. Ich hab Free Fortnite. Apple. Ach gut, weil Fortnite hat das jetzt auch noch was gepostet. Das heißt, die sind ja jetzt auch die ganze Zeit gerade live auf YouTube. Die hatten auch gestern um 22 Uhr bei der Großbildleinwand, sage ich mal, den Trailer auch gezeigt. Da wo ich schon schlafen gegangen bin. Gut. Und heute ist auch die, sagen wir aus Rettet die Welt im Shop. Aber darum soll es nicht gehen. Und zwar ist Fortnite ja auf YouTube live. Wenn ich da mal hingehe, hier drauf gehe, seht ihr auch direkt, dass Fortnite live ist. Und den Trailer andauernd abspielt. Hier. Ich blende den. Nein. Joko, hast du mir ein Paket geschickt? Vielleicht. Ja, und das hat auf Fortnite gerade die ganze Zeit live. Und was noch ist, ist, dass Apple, sag ich mal, die Geld für sich genommen hat und also, das ist halt schwierig zu erklären, aber ja, genau, da ist auch ein Link, den ich jetzt den ich euch vorlesen kann, und zwar ist der hier. Epic führt einen Kartenverdachter, das ist das, was ich auch schon hatte, okay. Und dann gibt es ja die Zahlungsmethode. Das war einmal in Apple App Store oder Epic direkt. Und Epic wurde halt mit dem neuen Update, was sie da raufgespielt haben, dass es ja 7,99 € kostet, wollten die eigentlich damit erreichen. Keine Ahnung was, aber auf jeden Fall gibt es da gerade sehr viel Streit bei denen. Man kann auch sagen, die Bombe ist geplatzt. Ich hoffe natürlich, dass die Nutzer, sagen wir mal, von Apple trotzdem dann noch wieder Fortnite spielen können auf der neuen Season aus, sag ich mal Season 4, aka Season 14, dass die nicht nur Season 14, Season 13 Contact haben, das bedeutet nicht nur Season 13 Sachen haben, dass sie auf der neuen Karte spielen können, neue Waffen bekommen, weil das ist schon für die meisten Spieler blöd, denn
Was sollen die machen? Das wird dann irgendwann langweilig. Und ja, nur wegen dem Streit. Ich werde euch auch nochmal auf dem Laufenden halten. Falls ich irgendwas Neues weiß, sagt euch natürlich Bescheid. So wie auch Google hat auf Fortnite gebannt. Das heißt, es ist gerade aktuell auf den ganzen Mobile-Geräten gebannt. Nur noch die Leute, die Fortnite runtergeladen haben und schon die ganze Zeit spielen, können jetzt spielen die ganze Zeit, ohne ein Update zu bekommen, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Infovideo rund um Hashtag Free Fortnite, Hashtag von Fortnite. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch noch Thema, was ihr überall spammen dürft, ist mal zeige ich euch Hashtag Free. Das zeige ich euch noch schnell. Und dann würde ich sagen, machst du das noch mit den so, was ihr die ganze Zeit über reinspenden dürft, im Chat oder in die Kommentare, ist das hier. Genau, und dann würde ich sagen, ciao und tschüss und bis zum nächsten Video hier auf YouTube.